Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Gehorsam. Aggressivität, Teamgeist, die Diensthundführergruppe aus Nienburg. Polizeikommissarin Christina Bock und ihr Ben sind ein eingespieltes Team. Der Hund folgt ihr auf Schritt und Tritt, ist immer an ihrer Seite. Und zwar 24 Stunden am Tag. Der Hund ist nämlich nicht nur ihr Partner im Dienst, sondern auch ein vollwertiges Familienmitglied. Seit 3 Jahren leben die beiden zusammen. Das Vertrauen ist ganz wichtig. Ohne Vertrauen kann man nicht zusammenarbeiten. Man muss halt sich sehr viel mit dem Tier beschäftigen. Man muss immer gucken, was der Hund macht, wie reagiert der Hund. Und wenn man kein Draht zu dem Hund hat, dann läuft die Arbeit auch nicht. Bleib hier. Im Dienst ist es dann mit dem Schmusen aber vorbei. Wie in dieser Übungssituation müssen die Tiere sofort umswitchen und einen Angriff von möglichen Tätern abwehren. Ihre Aggressivität muss zum Vorschein kommen. Im Ernstfall muss das Team funktionieren. 8 Mensch-Tier-Teams gibt es bei der Polizei Nienburg. Tägliches Training ist dabei besonders wichtig. In Hoyerhagen auf dem Hundesportplatz trifft sich das Team so oft es geht. So wird vor allem auf Gehorsam und Unterordnung einen großen Wert gelegt. Die Tiere sollen sich voll und ganz auf ihren einzigen Partner konzentrieren. Ein Tausch der Hunde ist daher nicht möglich. Leiter der Hundestaffel ist Rainer Grote. Er weiß genau, welche Hunde geeignet sind. Also der Hund muss über einen hohen Spieltrieb verfügen. Das ist wichtig für eine spätere Spezialisierung. Grundsätzlich ist es so, dass der Hund sich nicht ängstlich zeigen darf. Er muss beispielsweise schussgleichgültig sein, er darf sich nicht beeindrucken lassen. Er muss beißen, selbstverständlich. Das ist, sage ich mal so, erstmal das A und O. Es ist ein schmaler Grat zwischen Beißen und Spielen, auch bei Christina Bock und Ben. Der Einsatz der Polizeihunde ist im Alltag nicht so häufig gefragt. Sie haben Spezialaufgaben. Beispielsweise beim Castortransport, da kommt es natürlich schon dazu, dass man mal beworfen wird. Zum Beispiel, da müssen sich die Hunde auch entsprechend auch zeigen. Dann haben wir schon Einbrüche gehabt in Gebäude, wo dann die Hunde eben auch eingesetzt wurden, wo es dann auch zum Teil zu erheblichen Widerstandshandlungen der Täter gekommen ist, wo der Hund diese Angriffe auch abwehren musste. In dieser Übung muss kein Angriff abgewehrt, sondern ein Täter gefasst werden. Polizei, bleiben Sie stehen! Stehen, der Polizei, der schicke Hund! Verhalten Sie sich ruhig. Drehen Sie sich langsam um und gehen voraus, sind vorläufig festgenommen. Huss. Für die Hunde ist der Einsatz sehr anstrengend. Immer wieder brauchen sie Verschnaufspausen, um sich zu erholen. Rückzugsort ist vor allem ihr Zwinger. Hier findet auch Ben die nötige Ruhe. Gerade weil die Einsätze so anstrengend sind, hat jeder Hund nur eine Spezialaufgabe. So ist Whisky zum Beispiel ein sogenannter Rauschgifthund. Zusammen mit seinem Chef Bernd Kerzinger findet er fast überall die versteckten Drogen. 5 Gramm Marihuana sind innerhalb weniger Minuten gefunden. Der Mensch hätte das gesamte Auto auseinanderbauen müssen. Das Gleiche leisten auch die Hunde, die nach Waffen und Sprengstoff suchen. So einer ist zum Beispiel Askan. Der 3-jährige holländische Schäferhund findet die Waffen auf spielerische Art und Weise. Der Mensch nutzt bei der Suche genau diesen Spieltrieb der Hunde aus. Die Vierbeiner werden dabei auf bestimmte Stoffe konditioniert. Das heißt, immer wenn der Hund diesen Geruch wahrnimmt, dann verbindet er diesen Geruch mit seinem Spielzeug. Und darum hat der Hund dieses, sag ich mal, Triebziel immer. Er glaubt, er sucht sein Spielzeug, zeigt mir das entsprechend und hinterher wird auch mit dem Hund gespielt. Das ist mehr oder weniger für den Hund das Höchste, wenn er sein vermeintliches Spielzeug gefunden hat und anschließend dann bestätigt wird. Die Hunde brauchen immer Erfolgserlebnisse, damit sie nicht ihre Lust bei der Arbeit verlieren. Christina Bock und Ben haben für heute ihren Dienst erledigt. Nun kehrt wieder das Privatleben ein.
Auch wenn es schlussendlich keine Bedingung ist, muss die Familie von Christina Bock auch nach der Arbeit sich voll und ganz auf den Hund einstellen. Also ich habe den großen Vorteil, dass ich eine sehr gute Familie habe, die auch immer für mich da ist und die das alles mitmacht. Es kommt schon vor, dass man nachts los muss und dass man dann zum Beispiel mal das Kind eben schnell rüberbringt zu Oma und Opa und das dann da weiter schläft. Oder wenn man weiß, dass man nachts losfährt, dass das Kind halt da schon mit untergebracht ist. Oder hier zu Hause, wenn der Partner zu Hause ist, dass das dann läuft. Also die Familie muss schon sehr oft zurückstecken. In ein paar Jahren und nach mehreren hundert Einsätzen wird Ben in Rente gehen. Abgegeben wird er nicht. Er bleibt wie fast alle Spürnasen bei seinen Partnern. Aus dem Polizeihund wird dann ein ganz normaler Familienhund. Christina Bock wird sich dann einen neuen Partner suchen müssen. Bereits zum vierten Mal.